Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal haben wir hier mal die Stadt Torras ein wenig erforscht und haben das Rennen des Schuhmachers gemacht und alle Bienenstöcke gesammelt. Und dann habe ich, Idiot, nicht richtig gespeichert und musste die Sachen aus der letzten Folge nochmal neu spielen. Das heißt, mein Inventar sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ihr seht, ich habe nur noch 5 Plastiks. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Pfeile, irgendwie 1, 2 mehr als beim letzten Mal. Aber sonst hat sich großartig nichts geändert. Ich habe alles, was ich vorher gemacht habe, nochmal gemacht. Ich habe alle Bienenstöcke und ich habe das Rennen gemacht. Und jetzt werden wir mal hier in den Brunnen hinuntersteigen und uns anschauen, was wir da noch so Interessantes finden werden. Und ich hoffe, dass wir noch ein paar Plastiks finden können, damit ich dann das Rennen vom Sohn des Schuhmachers auch noch machen kann. Denn das ist ein anderes Rennen und da können wir einen anderen Preis gewinnen. So, ich werde erstmal meine Armbrust hervorholen und hier in aller Ruhe diese Fledermäuse besiegen. Denn ich möchte nicht mit denen in Nahkampf gehen. So, das Fieder ist ziemlich gemein. Ihr werdet, weil das Ding hier, dieser Balken, wird runterfahren. Wenn wir einen Knopf drücken, dann stellen wir uns drauf und dann fährt es wieder hoch. Und die Fledermaus schmeißt einen dann eigentlich immer runter, wenn man sie vorher nicht eliminiert. So. Übrigens sehr witzig, unter Ghost Trick hat mir der Krindig schon geschrieben, dass ich ja wohl irgendwie... dass er gedacht hätte, dass ich ein Fable für Spiele mit Zeitreisen habe. Also, weil ich ja Ghost Trick gespielt habe, was mit Zeitreisen zu tun hatte. Blood Omen, was mit Zeitreisen zu tun hat. Und jetzt Hype the Time Quest, wo das Zeitreisen eigentlich schon im Namen drin ist. Aber eigentlich ist es nicht so, das ist Zufall. Aber mir gefallen die Spiele alle ziemlich gut. Und ja, deswegen spiele ich sie auch. So, wir haben die Fledermäuse erlegt. Und da seht ihr schon den Schalter in blau. Wirklich nicht gut versteckt, aber das ist kein Wunder, das ist der Anfang des Spiels und da müssen natürlich noch Hinweise gegeben werden, damit wir weiterkommen. Später werden die Rätsel ein kleines bisschen komplexer. Und da wir jetzt die ganzen Fledermäuse erlegt haben, können wir in aller Ruhe hier hochfahren und auch mal angucken, was da in dieser Truhe drin ist. Na, ups, ich kann die Kamera nicht mehr drehen. Jetzt muss ich natürlich nur gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Halbspringen da rein, dankeschön. Also da geht's weiter. Aber ich will wirklich erstmal zu der Schatztruhe hin. Hopp! Okay, ich wollte eigentlich auf dem Balken davor landen, aber das ist in Ordnung, hier zu sein. So, hopp. Und was haben wir denn da drin? Geld? Bitte lass es Geld sein. Ja, es ist Geld! Sehr gut. Wie viel? Ach ja, wieder 25 Plastiks, das lässt sich sehen. Da haben wir zumindest ein bisschen was zusammen. Komme ich von hier aus wieder... Nein, ich komme von hier aus nicht wieder darüber. Dann hole ich nochmal eben den Balken runter, aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Na komm, drück den Knopf. So. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wo wir hinkommen, wenn wir hier durchgehen. Es ist eigentlich gar nicht mal so intelligent, hier in der Kanalisation so einen Mechanismus zu haben, der den Stein hier runterfahren lässt. Ne? Also an sich als ein Notausgang ist ja so ein Kanalausgang hier gar nicht mal so schlecht. Na gut, da runterzufallen würde wahrscheinlich ein bisschen wehtun, aber das ist irgendwie machbar. So. Okay, da ist eine Leiter, das heißt, wir kommen wieder nach oben. Das ist sehr schön. Und jetzt sind wir irgendwo hier in der Kanalisation. Und ich schätze mal, da müssen wir weitergehen. Ah, oder kommen wir, oder da müssen wir irgendwann später mal hin. Da kommen wir jetzt aber nicht weiter, deswegen gehe ich mal... Hallo, Hype, machst du bitte, was ich... Hype, geh doch bitte da durch. Komm schon. Jawohl, da geht es weiter. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt herauskommen. Und ob das Spiel lädt. Spiel? Hallo? Ah, sehr gut. Es ist immer etwas beunruhigend, wenn der Ladebildschirm nicht auftaucht und stattdessen alles dunkel bleibt. Und ja, die Festung Tuscans des Erstens. Wer hätte das gedacht, dass wir da jetzt hinkommen? Durch die Kanalisation. Schauen wir mal. Ich gucke mich nochmal genauer um. Hier gibt es glücklicherweise keine Bienenstöcke, die ich irgendwie... jagen muss. Das heißt, ich kann mich jetzt voll auf unsere Mission konzentrieren. Und das werde ich auch machen. Schauen wir mal. Und da kommt direkt eine Wache. Bleib mir fern. Komm her. Ups. Ah, falsche Taste. Ja, komm her. Boah, jetzt sucht er seine Messer, ne? Weil es da auf uns zugerannt ist, nicht. Aber jetzt haben wir sein Gehalt. 20 Plastiks. Ist hier noch was Schönes drin? Schade. Hier vielleicht? Mehr Pfeile wären auch nicht schlecht. Ich dachte gerade, da wären welche drin gewesen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen gestockt, aber das war leider einer von diesen Schmetterlingen, die da rumfliegen. Vielleicht hier ja noch.
Nö. Toll. Jede Menge leere Fässer um den Brunnen herum. Nun gut. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich laufe lieber weiterhin bewaffnet rum. Denn man weiß ja nie, da oben ist ein Schalter. Und da unten ist eine Wache. Ich gucke mich erstmal hier genauer um. Da hinten ist ein Bogenschütze. Mal schauen, ob ich den hier ein bisschen aus dem Fernkampf erledigen kann. Plopp. Ich habe irgendwas rausgefunden, man kann doch zur Seite gehen mit bestimmten Tasten. Das heißt, das werde ich jetzt hier mal nutzen, um dem so ein bisschen auszuweichen. Toll, jetzt hat er uns nicht mehr im Ziel. Toll. Ja, komm, schieß auf mich. Ich schieß auf dich. Und noch einmal. Sehr schön. Aua, verdammt, da habe ich vergessen auszuweichen. Oh, der hat eine magische Nuss gedroppt. Die möchte ich haben. Ich weiß, dass es da hinten hochgeht. Dumm, 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 dumm. Da renne ich jetzt mal eben schnell hin. Denn ein bisschen... Ach ja, wie ihr auch sehen könnt, ich habe meinen Mana da unten rechts aufgefüllt. Da liegen Geld. Geld. Und ein Schalter. Und da habe ich eine Wache gehört, die, glaube ich, auf unseren Fersen ist. Genau. Der erste Schalter sorgt nur dafür, dass das Tor ein bisschen runter geht. Wir müssen aber noch den anderen drücken, damit wir es wirklich komplett runter machen können. So. Oh, da ist ein Schild. Ich will mich auch mit dem Schild verteidigen können. Naja, egal. Der war relativ einfach. Und lässt uns nichts fallen, Blödmann. Kann ich hier eigentlich wieder rausgehen? Nö. Werde ich von den Wachen angegriffen, wenn ich da zum Tor komme? Von den Bogenschützen da? Hallo? Nö. Okay. Da ist auch nichts Interessantes. Na gut, dann gehen wir mal zu dem anderen Schalter hin. Sonst gibt es hier ja nicht mehr wirklich viel zu tun. Soweit ich das sehe. Und dieser Schalter lässt dann hoffentlich das Tor von der Festung nach unten. Ich guck mal eben auf die Karte, ob wir schon in der Festung... Jawohl, wir sind schon da, wo wir hinwollen. Oh, cool, man sieht sogar den kleinen Brunnen auf der Karte. Oh, das ist ein nettes Detail. So, einmal die Zugbrücke runterlassen. Jawohl. Und dann können wir die Festung infiltrieren und das königliche Juwel stehlen. Nachdem ich diese Fässer in die Luft gejagt habe. So. Was ist das denn? Ach, ein Schmetterling. Die verwirren mich immer. Ich denke immer, was ist denn da? Was ist denn da Interessantes? Was mache ich hiermit? Kann ich die Zugbrücke wieder hochlassen? Toll. Ach, wisst ihr was? Dann kann mir keiner von den Wachen folgen. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Zur Not kann ich sie von innen wieder runterlassen. Und was haben wir denn hier so Schönes? Fässer? Na komm. Ach, die Fässer kaputt. Ich gehe erstmal nach unten, oder? Moment, ist da noch was in den Ecken? Nein, sieht nicht so aus. Dann gehe ich erstmal nach unten. Ich glaube, da dürfte ich nicht weiterkommen. Beziehungsweise hier sind jede Menge Fässer und eine Schatzkiste. Das ist natürlich schön. Weiter komme ich zwar auch nicht, aber es ist eine schöne Sackgasse. Das sind mir immer die liebsten Sackgassen, in denen, wo es irgendwelche Preise gibt. Auch wenn es nur ein einfaches grünes Kraut ist. Und die Musik ist so cool. Ja, es ist schön. Das lässt wirklich so einige Erinnerungen wieder aufleben. Vor allem, während ich so spiele, dann erinnere ich mich immer so an so Sachen, so, ah ja, das kommt dann da und da noch und das passiert da und das ist echt cool. Und ich freue mich wirklich, wirklich darauf, diese ganzen Sachen nochmal mit euch zu erleben. Und ja, ihr könnt weiterhin gespannt sein, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Also ich weiß, dass ich ein paar Zuschauer habe, die das Spiel schon kennen. Unter anderem der Depp von Dienst zum Beispiel. Aber es ist nicht bei allen der Fall. Nein, es ist eine Falle. Das ist wahrscheinlich Tascan der Erste. Da seht ihr es, unfähige Bande. Es war ganz leicht. Man braucht nicht intelligent zu sein, um einen Spion festzunageln. Mir ist es gelungen. Ich bin kein Spion. Oh, ja, mein König. Was habe ich bloß getan, dass ich mit einer solch einfallslosen Bande arbeiten muss? Ich brauchte nur einen kleinen Hinterhalt zu legen und schon hatte ich ihn. Ja, euer Gnaden, Sie haben wie immer recht, eure Majestät. Sie sind der Stärkste aller Hochwohlgeboren. Redet keinen Unsinn. Wenn ihr besser aufgepasst hättet, hätten mir die Spione des Klosters nicht mein königliches Juwel und mein Schwert gestohlen. Was? Das ist gar nicht mehr hier, und das Juwel? Seid wachsam. Ich will auf keinen...
einen Fall den Brustpanzer des ersten Drachen verlieren. Noch ein Fehler und ich werde euch zur Strecke bringen. Und zwar mit federleichten Schlägen, damit es länger dauert. Oh ja, mein König, tut mir leid, mein König, es kommt nicht wieder vor. Das hoffe ich für euch. Nun zu dir. Du wirst es noch bedauern, in meine Festung eingedrungen zu sein. Du wirst für alle anderen zahlen. Das Kloster hat mir schon das königliche Juwel gestohlen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich habe noch Symbole der Macht, die Respekt einflößen. Und da ist Granzlack, mein neuer Wächter, der sie beschützt. Ich möchte gern denjenigen sehen, der es wagen wird, sie zu stehlen. Ruhe! Fasst ihn! Nehmt ihm die Waffen weg und werft ihn ins Verlies zu dem Trottel aus dem Kloster. Glaube mir, Ritter, niemand macht sich über mich lustig. Niemand! Können wir nicht einfach alle Freunde sein? Aber nein, dann werft mich jetzt ins Gefängnis. Ich komme da schon wieder irgendwie raus. Also der König scheint irgendwie so ein bisschen verrückt zu sein. Ich grüße dich. Ich bin Talbor, Tempelritter des Klosters. Ich denke, dass auch du das königliche Juwel gesucht hast. Nun, ich bin hier gefangen. Aber das macht mir nichts aus. Das königliche Juwel ist jetzt in unserem Kloster. Ich weiß, dass es meinen Freunden gelungen ist, es zu stehlen. Das Kloster verdient es, das Juwel zu besitzen. Und eines Tages werden wir auch den Brustpanzer des ersten Drachen haben. Der große Granzlack bewacht ihn derzeit. Aber ich werde dafür sorgen, dass er das Gleichgewicht verliert und rückwärts umfällt. Das wird ihn erniedrigen. Okay. Geht's auch weiter? Ja, ich muss meine Taste drücken. Ruhe da drin! Palaver hilft euch auch nicht weiter. Ihr werdet schon bald eure gerechte Strafe bekommen. Ich konstruiere gerade das Rad, auf dem ihr es sehr komfortabel finden werdet. Ich glaube nicht, dass gerädert werden sehr schön ist. Wir müssen leise sprechen. Vielleicht können wir ihm seine Schlüssel abnehmen. Er trägt sie immer an seinem Gürtel. Und ich weiß, wo deine Waffen sind. Der Henker hat sie immer bei sich in der Folterkammer. Hör gut zu, Ritter. Wenn du mich befreist, kannst du in das Kloster kommen. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass die Tür für dich geöffnet wird. Bei der Ritterehre. Na, ob wir dem Kerl glauben können, ich weiß ja nicht so recht. Vor allem, der hat einen Schalter in seiner Zelle, den sollte er mal drücken. Naja, wir nehmen erstmal das Kraut. Ihr habt gelbe Kräuter gefunden. Diese Kräuter stellen mehr Zauberkraft wieder her als die grünen Kräuter. Um sie zu benutzen, müsst ihr bla bla bla. Das kennen wir alles schon. So, die dürfen hier einmal speichern. Und ich werde noch ein bisschen weiterspielen, denn wir haben die 20 Minuten noch nicht voll. Und dann mal gucken, ob wir dem hier die Schlüssel stehlen und dann unsere Waffen wieder bekommen können. Na, komm. Haha. Du besitzt jetzt den Schlüssel zu den Zellen unter der Festung. Das ist doch schon mal eine sehr erfreuliche Wendung der Dinge. Ich brauche es nur die nur noch aus. Und dann komme ich hier auch wieder raus. Hallo, Hype, mach das bitte mal. Dankeschön. Na, nun ist der Henker jetzt weg. Ah, ich glaube, der ist abgehauen. Das ist natürlich noch besser. Und wollen wir dich auch mal befreien? Und dann mal deinen Schalter drücken. Hallo! Danke, Ritter. Ich werde mein Versprechen halten. Du wirst jetzt in das Kloster hineinkommen. Wenn du aus dem Verlies entkommen willst, musst du auf den Knopf in dieser Zelle drücken. Er öffnet das Tor zur Folterkammer. Warum tust du das nicht? Ich habe es nicht früher getan, weil ich nicht sicher war, dass du zurückkommst. Bitte, verzeih mein Misstrauen. Leb wohl. Na, jetzt ist jeder auf sich allein gestellt. Wollen wir uns nicht helfen irgendwie? Wäre das nicht einfacher? In gewisser Weise? Nein? Nicht? Dann halt nicht. Dann muss ich mal auf die Pritsche hier drauf. Hype, mach bitte, was ich dir sage.
Sehr gut. Und da hinten läuft der Henker auch schon rum. Oh Mann. Oh, jetzt geht mein Handy los. Moment. Entschuldigung. Ist nur ein SMS. Die kann ich auch gleich lesen. Jetzt kannst du in das Kloster kommen. Aber zuerst, wenn du hier herauskommen möchtest, drück einfach... Ja, bla bla. Ich verstehe jetzt aber noch nicht, warum wir uns trennen sollten, aber... Nun gut, ist hier noch irgendwas drin? Ne? Kann ich die nicht aufschließen? Doch, ich gehe lieber... Also ich sehe ja, dass da nichts drin ist, aber ich gehe trotzdem lieber nochmal rein. Vielleicht ist ja irgendwo hier noch ein kleines Geheimnis. Sieht jetzt nicht so aus. Und in der Zelle daneben sieht es auch nicht mehr so aus, als wäre da noch irgendwas. Das ist natürlich schade. Dann gehe ich hier wieder raus. Aber einfach, weil es kann, schließe ich die Zelle hier immerhin wenigstens noch auf. So, dann haben sie nämlich später mehr Arbeit, die wieder zuzuschließen. Haha. was haben wir denn da? Ein Fass. Ich will das Fass kaputt machen, aber ich kann nicht, weil ich keine Waffen habe. Und ich kann auch keine Magie benutzen, weil ich keine Waffe ausgerüstet habe. Und ich kann nur Magie benutzen, wenn ich Waffen ausgerüstet habe. Na gut, dann muss ich da später nochmal zurückgehen. Skelette. Und eine Folterkammer. Da sind unsere Sachen, oder? Jawoll. Und jetzt schnell wieder zurück. Bevor der Henker was merkt, dann kümmere ich mich erstmal um das Skelett. Das Dumme ist... Aua. Die Skelette... Ja, ich habe es jetzt zerstört. Es fällt dahin. Und ich krieg so eine schöne Nuss. Aber wenn ich ein wenig warte, dann wird es wieder auferstehen. Deswegen gehe ich wieder schnell mal wieder zurück. Mach noch das andere Fass kaputt. Ich hoffe, da ist jetzt auch was Schönes drin. Nichts. Warum steht es dann da? Na gut. Dann wollen wir mal wieder hoch in die Folterkammer gehen. Hoffentlich steht das... Ja, da seht ihr es. Das Skelett steht wieder auf. Ich kümmere mich mal eben darum, damit es mir nicht folgt. Und dann wollen wir uns mal um den Henker kümmern. Haha, haha. Hast du irgendwas fallen lassen? Nö. Was haben wir denn noch da? Was ist da drin? Oh, wer bist du denn? Hallo. Ihr seid sehr stark, Ritter. Befreit mich. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ich besitze Informationen, die euch interessieren könnten. Das ist ein Rechtschreibfehler. Könnten mit einem N. Ich hab's genau gesehen. Na gut, ich denke mal, der Schalter wird ihn befreien, deswegen ziehen wir den einfach mal. Und ja, der Käfig geht nach oben, das ist schön. Bitte töte mich nicht. Bitte hintergeh mich nicht auch, ich habe dich gerade befreit. Sei ein lieber Alchemist. Hallo, na? Danke, Ritter. Ich erkenne in euch einen sehr begabten Zauberlehrling. Der König lagert seine Schätze hier. In einem besonderen Saal. Es gibt aber nicht nur Reichtümer in diesem Saal. Wenn ihr der seid, für den ich euch halte, werdet ihr es herausfinden. Okay. Das werden wir auch. Denn ich weiß mittlerweile, was wir da finden. Ich habe nämlich mal angeguckt. So eine Liste der Zauber und wo man sie findet. Und ja, ich weiß, das ist ein bisschen lahm, aber zwei Zauber... Also zwei Zauber hätte ich garantiert nicht wirklich gefunden. Weil bei einem wusste ich nicht, dass man etwas anderes machen kann und der andere ist einfach nur wirklich asozial versteckt. Das werden wir später, also sehr viel später im Spiel sehen. Und ihr werdet sehen, warum er sehr asozial versteckt ist. Aber hier ist jetzt auch noch ein weiterer Zauber irgendwo. Und ja, da sage ich gleich noch was zu. Ich werde erstmal hier diese Truhe öffnen. Noch ein grünes Kraut, das ist sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Genau. Hier dürfte der versteckt sein. Da sind nämlich diese Geister. Ich habe immer früher auf die Geister draufgehauen, aber von hier unten. Und wie ihr sehen könnt, mache ich da keinen Schaden. Das heißt, ich habe immer gedacht, diese Geister sind unverwundbar und bin immer an denen vorbeigelaufen. Aber, ups. Ich muss mal hier ein bisschen reinlaufen. Aber wenn wir alle diese Geister töten, kann ich im Springen zaubern. Das ist doof. Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Wenn wir alle diese Geister töten, wird sich hier eine kleine Geheimtür öffnen. Und ich finde, das ist wirklich was, wo es in Ordnung ist, dass ich mal nachgeguckt habe. Denn von selber wäre ich da echt nicht drauf gekommen, dass ich springen muss, um die Geister zu besiegen. So. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Eine magische Nuss. Das ist sehr schön.
Und da sehen wir es. Oh, ein Skelett. Moment, warum ist das wieder zusammengefallen? Hm, witzig. Na komm, stirb. Ein Zauber, den ich früher nie gefunden habe. Sehr schön. Also ich habe es mir zum Ziel gesetzt, wirklich alle Zauber in diesem Spiel zu finden. Und die meisten sind eigentlich gar nicht so gut versteckt. Das kriege ich schon hin. Du bist jetzt Meister der Magie. Glacia wahrscheinlich. Dreieinigkeit. Ja, das ist eine weitere Zauberart. Jetzt haben wir nicht Speer, sondern wir haben erstmal natürlich Eismagie. Und zum anderen Dreieinigkeit. Das sieht folgendermaßen aus. Moment, ich muss mich mal eben gut positionieren. Lass mich in Ruhe, Skelett. Bam! Moment, warum brennt es? Ach so, weil es einen Fass zur Explosion gebracht hat. Na super. Vielleicht könnte man es auch einigermaßen erkennen. Link, nimm noch was von diesem Gold mit hier. Von den Plastiks. Ach, Link. Los, stopf dir die Taschen voll. Link. Ach, ich bin auch so doof. Hype meine ich. Los, Hype, steck dir die Taschen voll. Hm. Erwachst du nochmal zum Leben? Jawohl, dann mache ich den Eiszauber nochmal. Bam! Damit können wir Leute in einen Eisblock frieren. Und er ist mit einem Schlag tot. Das ist auch sehr gut. Also wir haben jetzt Dreieinigkeit und den Speer. Und wie ihr sehen könnt hier, da oben, das sind halt alles die Eiszauber. In der Mitte sind die Feuerzauber und dann unten sind die Elektrozauber. Und ja, das hier ist alles Speer, das ist alles Dreieinigkeit. Also wir kriegen von jeder Art einmal Speer, einmal Dreieinigkeit und dann die anderen beiden, die wir noch nicht gefunden haben. Und alle sehen ein bisschen anders aus. Das ist ganz nett. So, jetzt wollen wir erstmal hier weitergehen. Ich werde noch bis zum nächsten Schreibpult spielen. Und Moment, wo kommen wir her? Wir kommen von da, das heißt, es muss hier weitergehen. Oder kommen wir von hier? Nein, wir kommen nicht von hier. Oh, wo geht's denn hier runter? Da ist ein Skelett. Möchte ich da runterfallen? Eigentlich nicht. Aber vielleicht ist da noch irgendwas. Ich gehe einfach mal runter. Schaden kann es ja nicht. Stirb, stirb, stirb. Die Skelette sind wirklich einfach zu besiegen. Oh, und sogar noch Geld. 80 haben wir jetzt. Vielleicht kriegen wir noch genug zusammen, um das andere Rennen zu machen. Aber ich glaube, sonst gibt es hier wirklich nichts mehr. Nur ein Schalter, der wahrscheinlich diese Plattform hier erhöhen wird, damit wir wieder nach oben kommen. Dann machen wir das mal. Aber ich denke, für das Geld hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Denn wir werden noch ein bisschen was brauchen. So, jetzt schnell da drauf, bevor es losfährt. Oh cool, das wartet sogar auf uns. Hoffe ich. Wirkte zumindest so. Aber egal. Wie auch immer es funktionieren wird, wir sind wieder oben und müssen es nicht nochmal in Anspruch nehmen. Außer ich bin... stelle mich jetzt dumm an und fall... Warum sage ich das auch noch? Es war doch irgendwie klar, dass es passieren wird. Komm, du nerv mich nicht. Dann fahren wir nochmal nach oben. Hast du mir wenigstens nochmal Geld gegeben? Nein, gar nichts. Ach, dann lass mich einfach. Dann bleib einfach mal hier unten. Ich werde mal ein grünes Kraut. Wobei, ich werde einmal ein gelbes Kraut probieren. Oh, wow. Das füllt gleich die ganze Anzeige wieder auf. Das ist sehr schön. Die Grünen machen, glaube ich, ein Viertel oder die Hälfte davon. Oder ein Drittel. Irgendwie sowas in den Dreh. Füllen die wieder auf. So, und jetzt nicht über das Ziel hinaus. So, Hype. Spring bitte diesmal. Danke. Und da sollte ich nicht runterfallen. Nein. Aber ich sehe schon, da vorne ist ein weiteres Schreibpult. Da kann ich dann speichern. Was ist das denn? Ach, eine Spinnenwebe, eine überdimensionierte. So. Wunderbar. Dann werde ich für hier die Folge beenden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Diesmal speichere ich im Spiel noch während des Let's Plays. So, damit ich das nicht nochmal von vorne machen muss. Und... dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!